zusammen, wir sind hier auf der IFA und mein Name ist Jana Niemers und ich möchte jetzt gerne kurz was zum Produkt Join erzählen. Join ist sozusagen die Weiterentwicklung des erfolgreichsten Kurznachrichtendienstes der Welt, der SMS. Es ist ein Tool, mit dem, also eine App, die momentan Vodafone als erster Anbieter auf dem deutschen Markt gelauncht hat und mit der man als wichtigste Funktion chatten kann, Dateien versenden kann und auch bei einem Anruf ein Video hinzuschalten kann, was sehr neu ist. Bei den Dateien, die man versendet, beispielsweise bei Join, dass es nicht nur Formate sind wie JPEGs, also nur Bilder und Videos, sondern man kann sogar auch Word-Dokumente, Musikdateien, also alle möglichen Dateiformate per Join versenden. Es gibt auch die Funktion Gruppenchat oder Standortversendung, Sprachnotizen und das ganz, ganz Tolle ist, wenn man irgendwie schon telefoniert, kann man entweder die Telefonfunktion über Join aufrufen oder normalerweise ein Handy und wenn man dann Join hat und der Gegenüber auch, kann man die Kamera hinzuschalten, was ganz neu auf dem Markt ist sozusagen. Das würde dann folgendermaßen funktionieren, ich zeige das mal. Beispielsweise, wir haben jetzt hier auf dem Tisch verschiedene Kontakte, die sind alle in diesem Adressbuch gespeichert. Ich würde jetzt mal die Miriam anrufen und würde sagen, ich mache einen ganz normalen Anruf. Damit hier oben nach dem Join-Service gesucht, es wird geguckt, ob die Miriam auch Join hat. Dann nimmt die Miriam hoffentlich ab. Genau. Und jetzt könnte ich sozusagen, da steht die Option, Kamera zuschalten oder Datei senden. Also ich telefoniere ganz normal mit Julia und jetzt habe ich die Option sogar während des Gespräches ein Bild zu schicken, ein Video zu schicken oder eine Datei zu senden oder die Kamera zuzuschalten, weil ich denke, schau mal Julia, ich habe jetzt gerade was ganz Tolles vor Ort und möchte dir das zeigen. Was passiert? Julia wird aufgerufen und da steht, Sven möchte die Kamera hinzuschalten, dann sage ich akzeptieren. Und jetzt können wir normal über das Mobilfunknetz telefonieren und über Join die Kamera einzuschalten. Was noch wichtig zu erwähnen ist, dass LTE, wenn wir LTE-Smartphones haben, haben wir als Vodafone nochmal Zusatzfunktionen. Da ist auch ein Smart Call oder ein Video Call möglich. Das heißt, ein Voice over IP, also ein VoIP Call und Video over IP ist möglich. Ich zeige das mal als Option. Also ich bin jetzt ein LTE-Handy. Diese Handys, die mit unterlegt sind, sind LTE-Handys. Dann könnte ich, wenn der Gegenüber auch ein LTE hat, könntest du mir ganz kurz sagen, Tanja, wer die Person da ist? Tina. Tina. Dann würden mir bei Tina die Option gezeigt werden, dass ich einen Smart Call zu Tina machen kann. Das heißt, ein Call um meine Datenverbindung, also Voice over IP oder ein Smart Video. Das wäre dann Video over IP. Und wenn ich den normalen Anruf drücke, dann wäre es sozusagen ein ganz normaler Anruf über meine Mobilfunkverbindung, über meinen normalen Mobilfunkvertrag, nur mit der Option, Zusatzoption, dass ich meine Kamera dazu schalten kann oder Dateien schicken kann. Ansonsten, Funktionalitäten sind auch, dass ich beim Chat natürlich Dateien verschicken kann, Standorte verschicken kann und jegliche Dateiformate. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass die Grundfunktion, also die wichtigsten Funktionen bei Join, einmal Dateien versenden ist, chatten und bei einem Anruf beispielsweise die Kamera hinzuzuschalten. Und als Vodafone haben wir jetzt auch noch Zusatzfunktionen, die wir jetzt im Moment als einzige anbieten. Das wären einmal der Gruppenchat, den Standort zu schicken und Sprachnotizen. Und bei den LTE-Handys kommt noch zusätzlich dazu, dass man einen VoIP-Call, also einen Voice-over-IP-Call machen kann und auch Video-over-IP. Das sind momentan Funktionen, die wir als Vodafone Only haben, also nicht zum generellen Standard gehören. Selbstverständlich sind die Anbieter dran, das auch auszuweiten, aber momentan bieten wir das an. Ich würde sagen, am besten selber ausprobieren. Es macht nämlich ganz viel Spaß mit Join. Und die Handys hier nutzen und vor Ort einfach mal testen.